Was für ein wunderschönes Bild zur Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Tankstellen-Aufräum-Simulator. So, was soll man jetzt eigentlich machen? Achso, genau, wir wollten jetzt mal gucken, wenn wir hier tanken, dass wir auch was verdienen. Und dann wollten wir uns einen Roller kaufen. Danke. Ist aber bleifrei. Und zwar... hier. Tools. Paintbrush. Ist auch toll, wenn in Spielen Sachen nicht so heißen, wie sie woanders heißen. Okay, und dann hier Paintbrush. Und da sieht er wieder anders aus. Once equipped, press shift to select a color. Get close to all and press left button to start painting. To start painting, hold left mouse button and stay within the valid range. If you go over the marker, you will splash paint on the floor. Over time, the paint will degrade and you need to repaint. Tap, shift. Ah! Sehr gut. Hä? Wie? Hä, ich verstehe das System nicht. Das ist aber ein komisches System. So, und dann hier. Bekommen wir eigentlich mehr Geld, wenn wir schneller tanken? Ich weiß das nicht. Sorry, aber ich muss auch von irgendwas leben. Klecks auf dem Boden. Wieso muss ich denn da die Farbe jetzt mal neu wählen? Das ist halt die Villa Kunterbunt. Was haben wir denn noch für eine Farbe? Oh, hier so ein Orange, ne? Garderol plus Orange. Ja, willkommen im Niveauland hier. Eine schöne Ente. Ich wollte da gerade was kommentieren. Ich verkneife mir das jetzt mal besser. Okay. Komm hier, Boxenstopp. Gucken, ob wir da mehr kriegen. Wenn wir schneller sind. Nice! Buy a broom. Equip it. Tap. You are a broom! Wunderbar. Dr. Who. War mal cool. Wird's demnächst vielleicht wieder mit 9% und... Meine Güte, was soll denn das? Gerade frisch gestrichen. So. Einen Broom. Haben wir den jetzt schon gekauft? Ich bin ganz durcheinander. Jo. Oh, du kannst es richtig schön machen hier. War ich das etwa? Kann man hier eigentlich so Selbstschussanlagen kaufen oder so? Ich meine natürlich so Flaschenwurfanlagen, ne? Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Aber wir kriegen so eine Meldung, wenn Customer at Fuel ist. Das ist natürlich praktisch. Hätte ich es gar nicht bemerkt.
So. Wer hat denn den... Steht der Mülleimer da neu oder was? Bin ich gerade voll verwirrt. So, hier draußen müssen wir nicht fegen. Ja, aber ist doch schon mal ganz hübsch. Kann man doch schon mal so einen Liter Sprit oder zwei verkaufen. So, kommt ein neuer Kunde. Find the right tool to break into the car trunk. Hä? Wir sollen jetzt in den Car Trunk einbrechen. Gibt sogar wirklich Scores dafür, krass. So, Right Tool. Ja, meine Hände natürlich, ne? Ah, okay. Jetzt kommt hier sowas wie bei Skyrim, oder was? Locked Beginner. Hold Space. If locked, please right. Ja, wie in Skyrim. Dust Bowl Painting. Hang the Dust Bowl Painting inside the gas station. Wie machen wir das denn? Hier? Oh, wie schön. Hier, oder? Ach, cool, wenn das so alte Bilder, das ist so cool. By three shelves. Ist, hängt hier eigentlich noch irgendwie... Ach, die Bretter. Jo. Okay. Car Care. Alkohol gibt's aber nicht. Jo. Features. Car Care. Wie drehen wir das denn? Mit Q und E. So, hier nochmal. Die andere Seite. Den Hutständer, den müssen wir natürlich hier an die Tür machen. Weil ihr kennt das ja bestimmt auch, wenn ihr eine Tankstelle betretet, dann setzt ihr natürlich den Hut ab. Und überhaupt, ne? Ist ja klar. So. Ja. Ja. Natürlich, wir sind ja auch die Besten. Tschö, bitte. Okay, Hut. Ja. Da muss ich immer noch an einen Programmierer denken, der damals für mich mal ein Projekt programmiert hat, als ich noch in der Forschung und Entwicklung tätig war. Und der seine Variablen nach Haushaltsgegenständen benannte. Also nicht kontextbezogen, sondern ja, und eine Variable hieß dann zum Beispiel Hutablage. Also da selbst ich als Hobbyprogrammierer, der hat sich da gedacht, oh weia. So, was soll man jetzt machen? Buy additional parking spaces. Hä? Aber warum soll man das denn tun? Weil wir haben doch überhaupt keine... Wir haben doch überhaupt keinen Sprit mehr demnächst, ne? Wie viel haben wir denn noch? Gas Station Fuel. 758,6 Liter.
Jo. Also, Features, Outdoor. Oh Gott. Ach krass. Before you can renovate a parking space, make sure the sand is removed. Renovation paid by the uncle. Okay, wir müssen jetzt erstmal den Sand da entfernen, oder was? Da müssen wir rausfinden, wo das ist. Ist das hier? Das war irgendwo, wo drei Schilder waren, ne? Ne, hier ist das nicht. Das ist, wahrscheinlich ist das gemeint, aber man erkennt es halt nicht. So, gucken wir mal. Oh, ich hätte jetzt getippt, dass das da wäre. Guten Tag. Hätte gerne angestellt, dann geht es ein bisschen schneller hier. You're amazing. I know, right? So, rein. Was macht denn der? Irgendwie Löschmitteleinspritzung oder was? Okay. Was ist da hinten? Soll es die Stadt sein? Ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich nie geschlafen habe? Also ein bisschen wie im realen Leben im Moment, weil ich zu viele andere Sachen im Kopf habe, die mir Sorgen bereiten. Ja, ne? Oh nein! Wir halten die Kunden davon ab, hier, so interessant, ne? Wie der Sprit alle ist und dann geht der Motor aus. Ich komme sofort. Wo ist denn der? Da. Schönen guten Tag. Yes, lohnt sich mal richtig hier. Wenn wir zu viel machen, können wir nichts mehr nachbestellen. Wie viel ist denn in dem Kanister eigentlich drin? Der macht den doch bestimmt nicht voll, oder doch? Obwohl, eigentlich ist es doch ganz toll, wenn er das alles irgendwie hier so ein bisschen anmalt. Das ist doch schön bunt. Lass mal den einfach mal. Gucken, wie lange der sich damit beschäftigt, wenn wir uns nicht drüber aufregen. So. Ich frage mich ja, was da in meiner ganzen Mail ist, wenn das nur die Anleitungen sind. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Da brauchen wir natürlich die nicht. Ah, cool, das Schild ist sogar wirklich physikalisch animiert. Das finde ich aber jetzt ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Tja, und wir arbeiten die ganze Nacht durch. Oh, das ist dieser Haufen hier. Da sind wir aber ewig dran. Ja, das gute alte Problem mit schematischen Darstellungen. Gucken, was passiert, wenn wir das so lassen. Das ist gleich ein lauter Knall. So, zack. You're amazing. Danke. Geben wir mehr Trinkgeld, so wie es gehört. Ich weiß das gar nicht. Alright. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir hier mal den Parkplatz freischaufeln.
Und ich habe keine Ahnung, welcher das jetzt ist. Vielleicht finde ich das in den E-Mails raus oder so. Also das Fahren verbraucht extrem viel Sprit. Guckt euch das mal an. Aber ich nehme wirklich mal an, dass das hier gemeint ist, oder? Oder seht ihr irgendwo noch eine Stelle, die gemeint sein könnte? Ich jetzt nicht. Und warum muss man die Engine kühlen, wenn man hier eine Schippe Sand hochhebt? Also ich bin schon einigermaßen erstaunt hier. Oh je, jetzt holen sie uns. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bis dahin fürs Zuschauen hier in deinem Lieblingskanal. Wenn du nichts verpassen willst, gerne Abo da. Wenn du alle Folgen hättest gesehen haben wollen, schau doch mal bei Galo Plus vorbei. Damit unterstützt du mich auf dem besten Wege. Nicht über YouTube, da gehen 50% an YouTube oder mehr oder weniger. Genaue Summe darf ich nicht sagen, aber so ganz grob kann man das sagen. Und deswegen schau mal Galo Plus vorbei. Da kriegst du alle Videos sofort in bester Umgebung. Ohne jede Werbung, ohne irgendwelche Tracking-Cookies, Werbebanner, Unterbrecherwerbung. Alles komplett werbefrei. Danke deiner Unterstützung. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss und bis bald.